Jeans, die wie angegossen sitzen, mit einem individuellen Design. Wunsch denn im nach Maß auf den Körperschneidern? Nach diesen Strich und Faden designen die Gebrüder Stitch. Wir sehen uns selber jetzt nicht als Modelabel mit 500 verschiedenen Fetzen, die alle drei Monate irgendwie wechseln. Die Idee bei dem Namen Gebrüder Stitch war die, dass Gebrüder eher das traditionelle Handwerk repräsentiert, den Schneiderberuf, lokale Fertigung, dass man auch persönlichen Kontakt mit dem hat, der das Produkt erzeugt. Und Stitch steht dafür, dass wir den Schneider neu interpretieren wollten, da man das als Gegenpol dann wieder die bunten Farben dazu. Brüder sind Mike und Moritz nicht. Gebrüder verweist da mehr auf ihr Team. Ausgebildet wurden die gelernten Marketing-Experten von Schneidermeister Walter, der im Hosenlabor besondere Wünsche und gefinkelte Schnitte übernimmt. Denn die Idee, Jeans nach Maß zu machen, entstand spontan aus einer kreativen Schnapsidee im Wirtshaus, ohne jegliches Vorwissen. Wie wir begonnen haben, hatten wir keine Ahnung von den Hosen, wir hatten keine Ahnung von textiler Fertigung oder von Jeans und haben dann diesen irgendwie so ein bisschen so einen Roadtrip gestartet. Gleich zwei Tage später waren wir in Berlin auf der Bread and Butter, also der Fachmesse für Jeans und Streetwear. Das heißt, wir haben in 6 Monaten eben die Basics nähen, Schnitte zeichnen, färben, bleichen, schmirgeln, Just-Effekte machen, uns reinzogen und haben dann für 3 Monate uns in ein Geschäftslokal eingemietet, Nähmaschinen gemietet, mit dem letzten Geld ein paar Stoffballen gekauft und wollten dann halt sehen, ob es wer braucht und ob Kunden kommen. Und sogenannte individuelle Hosentermine gab es von Anfang an am laufenden Band. Rund 12 Arbeitsstunden stecken in den ausgefallenen Designs. Per Handarbeit entstehen 30 bis 50 Jeans per Monat. Die Wartezeit aufs Beratungsgespräch ist je nach Jahreszeit verschieden. Jänner, Februar kann sein, dass man mal 6 oder 8 Wochen auf einen Termin warten muss, weil die Hosen recht gern zu Weihnachten als Geschenkgutschein verschenkt werden. Nach dem Beratungsgespräch dauert es ungefähr 5 bis 6 Wochen, bis die Hose fertig ist. Dünn bis dick oder Stretch. Aus einem Pool von 10 verschiedenen Jeansstoffen kann man wählen. Vor der Bearbeitung sind die alle dunkelblau und sehen gleich aus. Erst die Waschung oder Just-Effekte machen den Denimstoff einzigartig. Um jetzt zum Beispiel so partielle Aufhellungen, also so Just-Effekte wie hier bei mir am Knie zu machen, wird mit herkömmlichem Schleifpapier an diese Stellen einfach aufgehellt. So wie wenn sie schon 5, 6, 7 Jahre alt wäre, wo man Löcher reinmacht, verwendet man ein Stanley-Messer oder ganz spitze Krallen, um den Stoff aufzureißen. Für einen Stonewashed-Look kommen Bernsteine zum Einsatz. Ein leichtes Gestein mit großem Volumen, das viel Wasser, also Farbe, aus der Hose aufsaugt. Prinzipiell kann man sich zwischen 2 Modellen entscheiden. Der Volkswagen unter den Maßjeans, das ist der Schneidersitz. Beim Schneidersitz ist es so, dass man ein bisschen weniger Stoffe und Garnfarben zur Auswahl hat, weil wir dort vorfertigen. Und beim Sonntagstwirren beginnen wir am weißen Blatt Papier und der Kunde kann sich von Garnfarben, Waschung, Schnitt, Knöpfe, alles von A bis Z selber aussuchen. Ein besonderes Markenzeichen ist das Logo am Gesäß und handgefertigte Keramikknöpfe in Form der Köpfe der Gebrüder. Aber auch für den urbanen Radler haben die kreativen Hosendesigner so manche Features am Start, die für stylische Beinfreiheit beim Radeln sorgen. Die Velo-Stitch. Sie hat unten im rechten Hosenbein einen Magneten einbaut, mit dem kann man das Bein verengen, damit man nicht in die Kurbel kommt. Und der Bikerbund ist vorne niedriger, damit das Wamperl nicht zwickt. Und hinten ist der Bikerbund hochgezogen, damit das Maurerdekolleté verstaut bleibt. Knalliges Magenta-Gelb als Garantie für kreative Individualität. In puncto stylisches Sitzfleisch können Mike und Moritz wirklich jeden Hosenwunsch erfüllen. So gibt es jetzt auch den passenden Maßgürtel zur Denim. Inspirationen,
ja, bei verschiedenen Dingen. Also uns taugt Street Art, uns taugt Animationsfilm, Visuals. Für uns war immer wichtig, dass das, was wir da machen, eben uns taugt. Und wir das selber cool finden und wir die Leute cool finden, die unsere Hosen kaufen, dass das eben echt ist, was der Kunde da bekommt von uns und ein Produkt, das lokal gefertigt ist. Ich glaube, dass das unser Erfolgsrezept ist. Hosen auf den allerwertesten Zimmern. Jeans von den Gebrüder Stitch sind individuelle Unikate, die mit einem perfekten Sitz nicht den Faden verlieren.